Dann Herr Pfeffer, bitte. Herr Höcke, ich würde wenn ganz... Wenn auch Sie sich gerade noch mal... Achso, Entschuldigung, Kilian Pfeffer, AD Hörfunk. Ich würde gerne noch mal auf die Frage des Kollegen, die Sie nicht beantwortet haben, Herr Höcke, eingehen. Nämlich, Sie haben gesagt, Sie hätten auch Fehler gemacht. Was für Fehler sind denn das gewesen? Also ist zum Beispiel das Denkmal der Schande gewesen. Ja, das habe ich ja schon des Öfteren betont, dass die Dresdner Rede in die Hose gegangen ist. Ich habe das, glaube ich, als Bierzelt... Ich habe eine Bierzeltrede gehalten, leider, zu diesem Thema. Und das ist kolossal in die Hose gegangen. Ja. Und ich habe vielleicht 2, 3 Reden gehalten, gerade in der Anfangsphase, wo wir auch als AfD in Thüringen auf die Straße gegangen sind, weil wir gespürt haben, dass wir im Parlament blockiert werden. Ja, wir haben, das will ich nur mal sagen, 200 Anträge ins Thüringer Plenum in der jetzt ablaufenden Legislatur eingebracht. Kein einziger ist in den Ausschuss überwiesen worden. Noch nicht mal in den Ausschuss wurden die Anträge überwiesen. Man hat noch nicht mal drüber geredet. Ja? Also der Transmissionsriemen des Volkswillens wird von den Altparteien blockiert, wenn es um die AfD geht. Und das ist schlecht. Deswegen sind wir auf die Straße gegangen. Und da habe ich mich vielleicht auch bei den ersten Reden etwas im Ton vergriffen. Ja? Sie müssen sich das vorstellen. Sie reden zum ersten Mal vor Tausenden von Menschen. Die Lautsprecheranlage ist unterdimensioniert. Sie fangen an, sich selbst nicht mehr zu hören, weil die Gegendemonstranten so laut sind, dass sie ihre eigene Stimme übertönen. Alles das führt dazu, dass man dann manchmal auch überschlägt mit der Stimme. Und dann kommen Bilder raus, die nicht schön sind und für die ich mich heute nicht schäme. Wie gesagt, das waren Anfängerfehler, aber die gemacht worden sind. Ja? Und ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, die Uhr nicht zurückdrehen. Ich habe da auch gelernt. Aber ja, das ist so. Zusatz, Herr Pfeffer? Kurze Nachfrage nur, ist der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auch ein Fehler? Ja, das habe ich auch gelernt. Es gibt Dinge, die muss man einfach klar artikulieren und da darf man keinen Interpretationsspielraum lassen. Herr Kollege, bitte. Hat sich erledigt. Dann... Ich muss weiterhin. Kommt das da dann sind wir hier. Herr Kollege, bitte.